Müdigkeit. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, nicht? Zum Beispiel Gartenarbeit, Spaziergänge, frische Luft schnappen. Mach Ihnen einen Vorschlag, kaufen Sie sich doch eine kleine Parzelle. Ja, die nehme ich an die Leine und mache damit Spaziergänge. Das ist klar. Bitte, wen nehmen Sie an die Leine? Die kleine Gazelle. Ich sagte nicht Gazelle, ich sagte Parzelle, ja? Und Parzelle ist ein kleiner Garten und Gazelle ist... ein großer Garten. Gazelle ist eine Antilope. Dann nehme ich die an die Leine, mach damit Spaziergänge. Das können. Die leben doch in Nordafrika. Oh, dann geht's nicht, so lange Leinen gibt's ja gar nicht. Warum wollen Sie mich eigentlich nie verstehen? Das ist die Müdigkeit, Herr Breit. Ich sagte ja, Sie brauchen einen Garten. Ich brauche keinen Garten. Wieso brauchen Sie keinen Garten? Was soll ich mit zwei Gärten? Was, Sie haben schon einen Garten? Ja, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Wir sprechen ja von Antilopen und nein, so einem Getier. Nein. Wir sprechen, haben Sie noch für Blumen? Oh, da habe ich noch Glöckchen, Maiglöckchen, Osterglöckchen, Schneeglöckchen, lauter Glöckchen, ein Gebimmel den ganzen Tag. Sagen Sie mal, haben Sie zufällig auch meine Lieblingsblume? Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Sie wissen noch gar nicht welche. Ja, ich vermute Löwenmaul. Na? Hinten, ganz hinten. Ja, da habe ich die Chlodalien. Die. Bitte wen? Kennen Sie wieder nicht, die großen, langen, dicken, die bunten Chlodalien. Gladiolen. Die habe ich bestimmt nicht, ich habe ja keine Krokodile im Garten. Bitte, das verwechseln Sie doch mit Alligatoren. Das verwechsel ich überhaupt nicht, Herr Breit, das kenne ich, das ist ein Musikstück, das heißt Einlauf der Alligatoren. Das heißt der Einzug der Gladiatoren. Und Gladiatoren sind römische Schwertkämpfer. Schwertlilien. Schwertlilien sind Blumen. Ja, eben. Blumen aus der Familie der Hesperis. Die kenne ich nicht, ich kenne nur die Familie Krüger, wohnt nebenan bei mir. Das sind Nachtschattengewächse. Das sind nette Leute. Nette Leute, die haben mir unlängst erst Tomatenstauden geschenkt. Ah, Tomatenstauden, das sind Nachtschattengewächse, ist ja großartig. Gar nicht großartig, die waren erst klein und mickrig. Ja, zu Anfang sind sie alle klein und mickrig. Die brauchen nämlich was? Ordentlichen Dünger. Was für Dinge? Ordentlichen Dünger. Ja, ja. Sie haben Ihre Tomaten in Reihe und Glied gepflanzt. Was haben Sie dann gemacht? Dann habe ich die Tomaten gegessen. Als Sie noch ganz klein waren? Als ich noch ganz klein war, habe ich auch schon gern Tomaten gegessen. Als die Tomatenstauden noch ganz klein waren, was haben Sie da gemacht? Da habe ich... Da haben Sie sie gedüngt. Gedüngt, ja. Gedüngt, ja. Und womit haben Sie sie gedüngt? Mit Phosphor. Mit Phosphor, ja. Ja, mit Phosphor. Und warum? Damit sie nachts im Schatten besser leuchten. Ja. Wissen Sie, was sind Sie nur für ein Gärtner? Ein guter. Ja, ein guter, das werden wir gleich feststellen. Meine fachliche Frage. Na mal los. Passen Sie auf, Kompost. Post kommt, zweimal in der Woche, ja, ja. Ich rede von einem Haufen. Manchmal kommt ein Haufen, das ist verschieden. Mal weniger, mal mehr. Jeder hat in seinem Garten doch einen Haufen, ne? Ja, ich nicht. Jeder gute Gärtner macht irgendwo in die Ecke seines Gartens einen Haufen. Ich weiß nicht, was Sie da für Leute kennen. Tut mir auch leid für die anderen Gärtner. Mein Garten bleibt sauber. Apropos sauber. Ja. Müssen Sie Ihr Wasser auch pumpen? Nein, ich brauche mir kein Wasser zu borgen. Ich habe ja hinterm Haus gleich einen kleinen Bach. Nicht der. Ach, Sie haben ein Wassergrundstück? Ja, ja, kann man. Ist ja wunderbar, ist ja richtig bequem. Ist bequem, was könnten Sie da zum Beispiel machen? Ich könnte es mir bequem machen. Nein, nein, ich meine, da können Sie doch jederzeit Ihren Garten sprengen. Sprengen? Ja, sprengen, das ist Obst. Ich soll mein Obst sprengen? Zum Beispiel die Äpfel. Die Äpfel? Ach, drum sagt man Granatäpfel. Ja!